Also, schön sind ihr alle gekommen, schön sind ihr alle anwesend. Wir kochen dort für Cannibal Corpse, wir haben 53 Essen. Es gibt also ein bisschen einiges zu tun. Wir sind in IG Küche diverse Leute zusammengemischt, kann man sagen. Und eigentlich die meisten, die keinen Küche-Hintergrund haben. Und das ist eigentlich noch recht interessant, um zu sehen, wie sie das dann angehen beim Kochen. Unser Tag startet sich so, dass wenn so ein Auftritt ist von einer Band, kommen wir immer so zwischen 12 und 2. Wenn wir anfangen hier im Kief. Der Verantwortliche, wie jetzt heute ich, plant alles vorher. Meistens macht er am Mittwoch Bestellungen, schickt die via Mail im Kief. Dann ist das Material, das man benötigt zum Kochen, Tonen im Kief angeliefert von unseren regionalen Lieferanten. Also der Metzger Speck zum Beispiel vor Ort. Unser Gemüsehändler, der Richard. Dann fangen wir an, um die 2 oder wie jetzt heute um die 12:30. Die Arbeiten werden verteilt. Wir fangen gemütlich an zu arbeiten miteinander. Jeder weiss, was er zu tun hat. Und irgendeinmal bricht dann die grosse Hektik aus. Nachdem wir Band und Crew beglückt haben, alle mega zufrieden sind, müssen wir natürlich auch noch reinigen und putzen. Und das Schöne ist, wenn die Türöffnung ist, haben wir das meistens schon erledigt und können das Konzert oder die Party in voller Zeit genießen. Wichtig bei uns ist auch, dass man immer das Miteinander ist, dass wir miteinander kommunizieren, dass wir Spass haben untereinander. Ich glaube, das ist das Wichtigste bei uns in der Idee. Wir sind mega bekannt für unsere gute Küche. Und es hat also auch schon Bands gegeben, die haben das nach ihrem Auftritt noch einmal extra erwähnt vor dem Publikum, dass sie sehr gerne hierher kommen, weil wir wirklich schauen, dass es abwechslungsreich ist, dass vor allem für alle etwas gemacht ist, auch für Veganer, für Veggies, für jemanden, der laktoseintolerant ist. Also wir schauen wirklich, dass wir Rücksicht nehmen auf alle Leute, die bei uns im Kiff kommen können.